In dieser Folge geht's weiter mit unserem selbstgebauten MIDI-Controller. Wir kümmern uns um ein Gehäuse, wir starten mit der Gestaltung des Frontpanels und wir basteln daraus unseren ersten Prototypen. Hi Götz hier, schön, dass du wieder dabei bist. Sorry, ich bin ein bisschen krank, aber ich wollte euch nicht länger auf die nächste Folge warten lassen. Jetzt ist es ja so, jeder Zuschauer, da bin ich mir sicher, wird seinen eigenen MIDI-Controller im Kopf haben. Die werden alle unterschiedlich aussehen. Und darum werde ich euch heute einfach mal zeigen, wie ich mein Gehäuse baue, meinen ersten Prototypen vom Frontpanel entwerfe und hoffe, dass ihr da ganz viele Informationen rauszieht. Die erste Frage ist natürlich, was ist mit dem Gehäuse? Was für ein Gehäuse nehme ich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man baut sich es irgendwie selber aus einem Schuhkarton oder aus Holz oder man hackt sich ein Gehäuse von einem alten Gerät. Oder die zweite Möglichkeit ist, man kauft ein fertiges Leergehäuse. Und weil das ein bisschen einfacher ist, ist das der Weg, den ich gehe. Ich habe euch mal drei mitgebracht. Die erste Möglichkeit ist hier so ein Alu-Druckgussgehäuse von der Firma Hammond. Die werden klassischerweise genommen, um Gitarrentretminen aufzubauen. Und wenn ihr jetzt einen kleinen MIDI-Controller bauen wollt mit wenigen Drehreglern, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, so ein Alu-Gehäuse zu nehmen, weil die sind super stabil, die sind super günstig, irgendwie so zwischen 10 und 15 Euro, denn die gibt es in verschiedenen Größen, die gibt es in ein paar verschiedenen Formen, kann ich euch also wärmstens empfehlen. Zweite Möglichkeit wäre hier so ein günstiges Pultgehäuse. Das habe ich euch in der ersten Folge auch schon mal gezeigt. Das bringt echt richtig viele Vorteile mit sich. Ist Plastik, man kann einfach Löcher reinmachen, hat eine helle Farbe, das heißt, man kann es einfach beschriften nachher. Ist groß genug, um eine Menge Potis unterzukriegen und ist gnadenlos billig. Ich habe, glaube ich, 4,50 Euro dafür bezahlt. Der Nachteil ist halt, es sieht halt auch ein bisschen billig aus. Das finde ich für meinen MIDI-Controller nicht so geil, deswegen habe ich ein anderes Gehäuse, was ich euch mal zeigen will. Das ist das Gehäuse meiner feuchten Träume, ist auch von der Firma Hammond, auch ein Pultgehäuse, aber Seiten und Unterseiten sind aus Stahl, vorne, oben, hinten, das Teil ist aus Alu. Ja. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, dass es entweder Plastik oder Alu ist, weil Stahl ist echt schwer zu bohren, während Alu und Plastik geht super easy. Ist groß genug. Ich kriege also wunderbar hier meine Sensoren drauf und meine Potis. Ist allerdings ein bisschen teurer, kostet so mit Versand knapp 40 Euro. Googelt einfach mal nach Leergehäuse, guckt mal bei Völkner, guckt mal bei Hammond auf der Webseite. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Tolle ist, es gibt wirklich Gehäuse in allen Größen, Farben und Formen. Da wird in jedem Fall was Passendes für euch und für euer Portemonnaie dabei sein. So, und was wir ja jetzt entwickeln wollen, ist der Prototyp von einem Frontpanel. Und das möchte ich euch mal an einem anderen Prototyp von einem Frontpanel, was ich schon mal gestaltet habe, zeigen. Das ist ein Nachbau von einem klassischen SSL-Buskompressor. Und ein SSL-Buskompressor ist so ein 80er-Jahre-Standard-Stereo-Kompressor, eben für Buskompression oder Mastering. Absoluter Klassiker im Studio. Und hier seht ihr aus Pappe und einem ausgedruckten Papier den Prototypen einer Frontplatte. Das ist also das, was wir auch gleich herstellen wollen. Die Größe ist vorgegeben, denn ich habe mich für ein 19-Zoll-Gehäuse entschieden. Und vorgegeben ist auch, dass ich eine Anzeige drin habe, wie viele Poti-Knöpfe, zwei Schalter und so weiter. Und das ist ja bei euch auch vorgegeben, denn ihr wisst ja in eurem Kopf, wie viele Regler euer MIDI-Controller kriegen soll. Meiner zum Beispiel wird so irgendwie 8 bis 12 Potis kriegen, zwei Joysticks, ein Fader, ein paar von den Sensoren, die werde ich einbauen. Das heißt, die muss ich irgendwie nachher am Bildschirm anordnen. So, und wie ordne ich die an? Was muss man dabei beachten? Das Erste, wenn ihr euch mal hier die Schalter anschaut, ich brauche genug Abstand der Drehregler zueinander. Und das vergisst man schon mal schnell, wie viel Abstand man eigentlich braucht. Kann man jetzt sehen, die Schalter sind auch ein bisschen schwergängig. Das heißt, ich brauche genug Platz, um links und rechts meine Finger unterzukriegen, ohne jetzt an einem anderen Drehregler hängen zu bleiben. Das ist also für die Bedienung sehr wichtig. Und wenn ich eine Beschriftung noch machen will, brauche ich ein bisschen Abstand von meinem Poti-Knopf oder meiner Poti-Kappe, bevor die Beschriftung anfängt, damit ich es gut lesen kann. Dann brauche ich Platz für die Beschriftung. Und jetzt kommt das, was man auch schnell vergisst. Ich brauche dann nochmal extra mehr Platz, Abstand zu dem nächsten Poti, damit das Auge auch erkennen kann, zu welchem der beiden Drehregler die Beschriftung gehört. Ja, das ist also ganz wichtig. Ich brauche ein bisschen Abstand der Beschriftung zum Rand. Ich brauche auch ein bisschen Abstand
meiner Potis und Schalter zum Rand. Das ist also ganz wichtig. Und wichtig ist auch die Größe der Poti-Knöpfe. Ja. Wenn ich jetzt so schwergängige Schalter habe, brauche ich größere Knöpfe, damit die sich leicht drehen lassen. Auf der anderen Seite, zu klein dürfen die Knöpfe auch nicht sein, selbst wenn ich nur so ganz leicht drehbare Potis habe, weil dann wird es fummelig in der Bedienung. Ich habe mir beispielsweise hier mal Poti-Knöpfe in verschiedenen Größen bestellt. Ja, ich glaube, der kleinste ist hier so 1,1 mm. Und die Größe, für die ich mich nachher entschieden habe, die haben hier an der dicksten Stelle 1,9 mm. Und ein Hauptlautstärkeregler werde ich dran bauen. Das ist der gleiche, die gleiche Größe wie bei meinem SSL-Kompressor. Der hat, glaube ich, 2,7 cm an der größten Stelle. Das heißt, bestellt euch da mal ruhig ein paar billige Poti-Kappen, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil das, was im Datenblatt steht und was auf der Internetseite an Größe steht, das sagt ja nicht, wie sich das Ding nachher anfühlt. Und ich meine, das ist ja der wichtigste Job an so einem MIDI-Controller. Ihr baut den ja nicht, weil ihr den Wert nicht mit der Maus in eurem Musikprogramm automatisieren könnt. Klar, das geht auch. Sondern ihr baut ihn, damit es besonders komfortabel ist zu bedienen. Also es muss sich auch gut anfühlen. So, und das Zweite, was bei den Größen wichtig ist, ist etwas, was sich dahinter verbirgt, nämlich im Gehäuse selber. Da ist es nämlich so, dass ja die Bauteile oftmals nach innen eine ganz andere Größe haben als nach außen. Also beispielsweise hier mein Joystick oder beispielsweise hier meine Sensoren. Ihr seht, die haben noch eine Platine, die viel mehr Platz verbraucht. Und das muss ich natürlich berücksichtigen. Wenn ich nur die Größe nach außen berücksichtigen würde, dann klar, dann könnte ich die Dinger auch so dicht aneinander bauen. Ja, aber das funktioniert gar nicht, weil ich ja im Inneren Platz brauche, um die Platine oder eben auch die Rückseite von meinem Poti unterzukriegen. So, genug theoretisch gefaselt. Jetzt gehen wir mal an den Computer und entwerfen mal in einer affenartigen Geschwindigkeit unseren ersten Prototyp. Als Programm benutze ich hier Adobe Illustrator, aber es geht natürlich auch jedes andere vektorbasierte Programm. Wichtig ist nur, dass ihr eben in Millimeterangaben arbeiten könnt. Ich habe mir die Oberfläche meines Gehäuses hier als Größe 1:1 angelegt und diese blaue Hilfslinie in der Mitte, das ist dort, wo das Gehäuse nachher den Knick macht. Und ihr werdet jetzt sehen, dass ich hier mit verschiedenen farbigen Elementen arbeite. Alles, was eine 0,1 mm rote Haarlinie hat, das sind Dinge, die nachher ausgeschnitten werden. Was schwarz ist, wird nachher einfach auf das Gehäuse, auf die Oberseite gedruckt. Und was grau ist, das sind Flächen, die durch irgendetwas belegt werden. Also beispielsweise dort, wo die 20 steht, das Rote in der Mitte ist der Ausschnitt, wo nachher mein Poti durchgesteckt wird. Und das Graue ist die Fläche, die die Poti-Kappe belegt. Oder hier unten habe ich das Modul für den Joystick gebaut. Das hat ja auch eine kleine Platine. Und das rote Runde ist dann der Ausschnitt. Ja, also diese Flächenbelegung, das gilt natürlich dann außerhalb oder innerhalb meines Gehäuses. Ich habe auch Hilfslinien nochmal rundherum gezogen, so ungefähr mit einem halben Zentimeter Abstand zum Rand. Das ist in der Gestaltung per se immer ganz wichtig, dass es ordentlich ausschaut, dass man ein bisschen Abstand zum Rand bekommt. Und hier arbeite ich gerade mit so einem kräftig pinken Element. Das benutze ich einfach nur als Hilfselement, wenn ich irgendwo weiß, ich muss einen bestimmten Abstand zu etwas haben, den tippe ich dann in das Element ein. Oder hier, ich weiß, dass die Start- und Endpunkte bei den meisten Potis oder Drehschaltern so in 30 Grad Schritten angegeben sind. Also mache ich mir eine senkrechte Linie, dupliziere mir die 30 Grad nach links, 30 Grad nach rechts gedreht und setze halt diese Endpunkte einfach auf diese Linie drauf. Also man baut sich so ein bisschen seine eigenen Werkzeugvorlagen. Auch wieder so ein Klassiker, ein Kästchen auf 100% Breite ziehen, dann als Breite 20% angeben und dann weiß ich genau, dass ich es mir 5-mal reinkopieren kann und danach ziehe ich mir jetzt Hilfslinien und richte diese 5 Potis, die ich hier in einer Reihe haben will, genau auf einer Höhe angeordnet. Die Gestaltung an sich ist übrigens noch nicht final, also auch mein Logo da oben und ich tippe nachher schon mal den Namen für mein Projekt ein. Das wird alles dann nochmal schön gemacht. Hier kann man jetzt übrigens ganz gut sehen, habt ihr gesehen vielleicht, dass sich diese grauen Flächen überlagert haben, da ich da also ein bisschen dicht dran war. Und deswegen drehe ich also jetzt die Platine und ich weiß nachher, dass ich in meiner Arduino-Software dann einfach nur X und Y tauschen muss,
bzw. die Werte verdrehen muss. Und dann passt das Ganze auch wieder. Hier baue ich das Sensormodul. Das hat auch eine kleine Platine. Es hat zwei Sensoren und ich habe den Abstand der Sensoren zueinander gemessen und mit denen also auch über so ein Hilfskästchen wieder genau eingerichtet. So, und jetzt war eigentlich so geplant, dass neben dem Crossfader unten auch noch ein Hauptlautstärkeregler in meinen MIDI-Controller soll. Und jetzt sieht man aber schon ganz gut, aufgrund der Beschriftung und aufgrund des allgemeinen Platzangebotes haut das nicht mehr so richtig hin. Auch diese drei LEDs, die ich da ursprünglich mal vorgesehen hatte, also plane ich mal so ein bisschen um, schiebe das Ding einfach nach oben und habe jetzt unten Platz für einen großen Lautstärke-Poti. So, hier kommt jetzt noch das Poti für die Hauptlautstärke hin. Das soll auch ein bisschen größer. 27 mm ist das groß. Die Bohrung behält natürlich die gleiche Größe. Die anderen Potis sind im Übrigen 19 mm groß. Daneben kommen noch zwei Taster. Das war ja auch von vielen Zuschauern gewünscht, dass ich das Thema Taster noch mit ins Programm nehme. Da habe ich aber noch gar keine Bauteile, deswegen ist das jetzt erstmal geschätzt. So, und wenn das fertig ist, dann drucke ich mir das Dokument einfach in 100% aus und dann habe ich einen Testdruck, der auf 0,1 mm genau ist. Und hier ist das ausgedruckte Design Version 0.1 sozusagen. Die Frage ist ja sicherlich, wo habe ich die ganzen genauen Maße her? Die kommen entweder von einem Datenblatt, ja? Also zu jedem Bauteil, zu jedem Gehäuse gibt es in der Regel beim Hersteller, manchmal auch beim Händler, ein Datenblatt, ein technisches, wo ganz genau auf 0,0 mm genau die Größen angegeben sind. Die braucht ihr einfach nur in euer Programm einzutippen. Ansonsten habe ich hier auch so eine Schieblehre und mit der kann man natürlich wunderbar einfach mal messen, wie groß so ein Bauteil ist und bekommt dann auch genaue Daten. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt schnappen wir uns unser Design und bauen daraus unseren ersten Prototypen. Damit wir uns die Potis jetzt auch an dem Ding festschrauben können, kleben wir den Ausdruck einfach auf den Karton. Super gut geht eben ein dicker Karton. Nicht so gut ist eine grobe Wellpappe. So, und jetzt müssen wir natürlich auch einige der Löcher ausschneiden. Was ich hier übrigens mache mit einem Zollstock, der sich ja doch ziemlich durchbiegen kann als Lineal. Das ist also auch mehr als halbgenau, aber für die Version 1.0 reicht das völlig aus. Das muss nur so ungefähr passen. Da geht es mehr darum, dass man ein Gefühl für das Ganze bekommt. Und ihr seht, das passt schon ziemlich gut auf mein Gehäuse. Ja, und jetzt gilt es also, diese Löcher auszuschneiden. Das Ausschneiden geht im Übrigen mit einem Skalpell bzw. so einem Bastelmesser am besten. Ihr seht jetzt schon das Loch, was ich mit dem Teppichmesser oder hier mit der Nagelschere ausschneide. Die sind schon ziemlich ausgefranst, während das mit dem Bastelmesser, das ist eine deutlich genauere Sache. Ich muss gar nicht alle Löcher ausschneiden, denn ich muss ja einfach nur testen, dass so ein paar Bauteile reingehen. So, einen ersten Fehler merke ich gerade bei der zweiten Schraube meines Faders. Die geht nämlich ein bisschen schwer rein. Da habe ich also schon gemerkt, dass ich da nicht so richtig gemessen habe. Und was auch wichtig ist bei den Potis, da seht ihr, die haben hier so ein hochstehendes Metallteil. Ja, diese Mutter dahinter kommt ja noch ab. So, und dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieser Nupsi, der muss noch weg. Der ist eigentlich dafür da, dass sich die Teile nicht so richtig verdrehen können. Das setzt aber auch voraus, dass euer Gehäuse dann von hinten ein Loch hat. Und das brauchen wir aber eigentlich gar nicht. So, wichtig ist, nicht abkneifen, weil dann steht immer noch was ab, sondern nur mit der Kneifzange halten und dann zur Seite wegbrechen. So, und hier haben wir schon den ersten Fall, warum wir das genau so testen. Ihr seht also, durch diese abstehenden Beine sind die Bauteile doch sehr, sehr dicht beieinander. Wir fixen das jetzt, indem wir mal die Teile drehen. Und bei den
Spotis wäre es noch gegangen. Jetzt seht ihr, wenn ich den Joystick einbaue, also der stößt da hinten richtig an, so funktioniert das nicht. Und sowas jetzt im Voraus genau zu planen, ist extrem aufwendig und für so einen Prototypen ist das dann immer eine ganz gute Gelegenheit, das zu testen. Muss ich ja den Joystick irgendwie befestigen und ich habe gerade spontan die Idee gehabt, Mensch, der hat doch auch so Löcher, warum kann ich mir die nicht einfach mit Abstandshaltern an meiner Frontplatte festschrauben? Da seht ihr also schon das Material und hier sind die Abstandshalter. Ich habe jetzt einfach mal einen angeschraubt, um das auszuprobieren, aber man merkt also gleich, leider reibt der sich mit der Kugel, die da unten drunter ist, an diesem Abstandshalter. Und bewegt sich also dann ganz schlecht. Funktioniert nicht, muss ich mir also was anderes noch einfallen lassen. So, verschiedene Poti-Kappen drauf. Jetzt gibt es Poti-Kappen, die ganz flach sind. Und das kann man gleich nochmal gut sehen. Die sind also so flach, dass man die Achse von dem Poti absägen müsste, um diese Kappe draufzusetzen. Da habe ich aber jetzt nicht so Lust drauf und ich mag sowieso lieber die etwas höheren Kappen. Diese Achsen sind in den meisten Fällen übrigens 6,3 mm dick. Das heißt, ihr müsst darauf achten, auch Poti-Kappen mit 6,3 mm zu kaufen. Ich habe beispielsweise hier so eine Kappe, das ist eine Kappe von einem Bass bzw. von einer E-Gitarre und die haben alle 6 mm und ihr seht schon, passt leider nicht. Hey, und der Prototyp ist fertig. Sind natürlich jetzt noch nicht alle Potis drin, aber es ist genug, um einfach eben nicht nur zu sehen, dass ich mir noch was anderes für die Befestigung ausdenken muss, ja, sondern ich kann auch schon mal drehen, gucken, fühlt sich das gut an. Ich merke auch hier, ich stoße mit dem Daumen immer noch so ein bisschen an die zweite Reihe der Potis an. Da muss ich also beim nächsten Entwurf noch mal versuchen, ob ich das ein bisschen entzerren kann. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich schon, und das passt ganz gut. Das heißt, ich bestelle jetzt Teile, ich bestelle jetzt weitere Potis, Poti-Kappen. Mir fehlt auch noch eine Kappe für den Fader. Der Fader stößt beispielsweise auf der linken Seite auch noch so ein bisschen an die Pappe an und nicht an das Faderende an sich. Das heißt, das muss ich auch noch mal ein bisschen überprüfen. Und jetzt kann ich so nach und nach immer mal wieder an meinem Entwurf arbeiten, ab und zu ausdrucken, das wieder auf eine Pappe kleben und mich so Stück für Stück an mein finales Design rantasten. Das finale Design gucken wir uns natürlich auch wieder in der Folge an. Es gibt auch noch weiteres für die nächsten Folgen, zum Beispiel hier eine ganz komplizierte Schaltung. Die kommt dann demnächst auch dran. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich freue mich über Kommentare, Fragen oder den guten Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, ciao. Diesmal gibt es kein Tutorial so nach dem Motto, ich mache euch was vor und ihr macht alle mit. Weil ich mache euch ja was vor. Was ist das für ein Satz, ey?